Ja, ne, sonst hätte ich sie dir gefunden. War kein Ding. Ja, kein Ding. So. Irgendwie muss ich mal da runter. Oh. Oh, was steht denn jetzt da drauf? Denken an unsere gefallenen Seelen. Ja. Ja, wir sind doch schon gestorben und so. Ja. Unsere armen Seelen. Ach Gott. Ja. Aber hier unten waren auch keine Dingens, keine Grabsteine. Ah, das sind keine Grabsteine mehr, das sind jetzt so komische schiefe Kreuze. Ja, aber hier unten sind keine. Also bei mir steht eins. Ja, an der einen Stelle, wo du dann danach nochmal runtergefallen bist, aber hier unten, ja, wo wir beide gestorben sind, ist keins. Okay. Muss ich jetzt nicht ganz verstehen, oder? Also, siehst du doch, wir waren ja hier unten an der Ecke da, wo, ja, der Gang senkrecht endet. Und da ist keins. Komisch. Torch. Jetzt habe ich wieder keine Fackeln mit. Aber ich. Ah, guck mal, da oben ist. Innenohr. Haben wir eigentlich schon Tungsten gefunden? Ja, das ist gerade über dir. Ja, ich war gerade. Aber pass und auf, so. Wenn du das komplett wegbuddelst, dann kommt dir Wasser entgegen. Oh ja. Alex Plate ersäufte im Wasser. Brinkroot heißt das Ding übrigens. Okay. Warum ändert sich hier der Hintergrund so komisch? Keine Ahnung, habe ich auch nicht herausgefunden. So. Wooden Arrow. Wenn ich das jetzt wegmache, fließt dann Wasser runter. Wahrscheinlich. Nee. Soll ich die zwei Tanks noch da liegen lassen oder mitnehmen? Du kannst doch oben drüber irgendwie Sand machen und dann die wegmachen. Oder. Oh. Dann ist das alles kein Problem. Ja, ich denke ins Spiel immer viel zu logisch. Wir brauchen einen Hammer. Ich habe ein Herz gefunden. Oh, super. Aber wir haben doch gar keinen Hammer, oder? Ich gehe hoch. Okay, machst du das. Holzhammer reicht ja, oder? Ja, also irgendein Hammer. Dauert halt etwas länger dann, wie sonst üblich auch. Okay, dann beeil ich mich mal. Das ist auch das erste Mal, dass ich so ein Ding wieder finde, so ein Herz. Lebenskristall heißen die doch, oder? Ja, ich glaube, also Lebenskristalle kommen, glaube ich, zumindest raus, wenn man die zerschlägt. Ja. Geht bis 400 Leben mit Lebenskristallen und dann noch 100 weiß mit Ausrüstung. Was eigentlich? Wenn man 500 Leben hat, das ist schon ein Stück, wenn man da rumläuft. Ja, auf jeden Fall ein Stück mehr als 100. Auf jeden Fall. Oh, jetzt habe ich das fast liegen lassen hier, die Hälfte. Ein bisschen Iron Ore hier. Oh, ist das Bullshit. Oder liegt in der Kiste noch Holz? Ich habe in der Kiste Holz getan. Nee, das kannst du. Eigentlich. Okay, auch egal, dann hole ich halt schon welches. Hä, hey, da habe ich doch irgendwie 180 Holz reingetan in unsere Kiste. Nix mehr drin. Was? Verstehe ich nicht. Ich verstehe auch vieles nicht. Kletter, 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 kletter. Oh Mann. Das Ganze zu rennen und zu schneiden wird jetzt lustig. Weil du so viele Einzelteile hast, oder was? Ja, jedes Mal neu synchronisieren. Ach, stimmt ja. Bei mir ist es synchronisiert, ich muss mir die einfach bloß hintereinander packen. Bei dir ist natürlich ein bisschen was anderes. Na, jetzt Wasser. Ja, gut. Sehr gut. So, Holzhammer. Aber das bekomme ich auch hin. Außer wenn es jetzt noch dreimal abschmiert, dann wird's komisch. Sagst du irgendwann, ach, fuck it. Ja, ganz ehrlich, dann lade ich das einfach als eine Session hoch, die total asynchron ist.
Also Leute, falls es gerade asynchron ist, wisst ihr, was noch passiert ist. Ja, genau, dann wisst ihr, was passiert ist. Du bringst jetzt mal einen roten Blob mit, oder was? Der kommt übrigens gerade hinterher. Nur so. Ah! Vorgewarnt. Übrigens, gell, man braucht für das Herz keinen Hammer mehr. Nicht? Nee, man braucht nur eine Spitzhacke. Was? Ja. Yep. Oh, sehr gut. Ach ja, neue Regeln und so. Ich liebe es. So. Ja, schöne Goldfische. Lass mir das Wasser ab. Ach, Bullshit. Das ist Herz benutzt. Ja, aber ich wollte es dir geben. Tü-tüm. Ja. Ja, ich verwechsel die blöden Tasten immer rechts oder links klicken. Ich weiß es nicht, dann immer so. Voll verwirrend. So, ich weiß nicht. Da ist ein Goldfisch. Ich ja, aber der Goldfisch. Der Goldfisch ist schon von dem Jellyfisch getötet worden. Übrigens. Das greift sich jetzt an, das Vieh und so. Deswegen wollte ich da eigentlich nicht runter und du hast jetzt auch Probleme, da wieder hochzukommen, oder? Tendenziell. Den kann ich mal kreuzweise. Ja, na, noch einmal treffen musstest. Das war knapp. Nee. So, erstmal. Boah. Sag mal, so gut, dass du jetzt dein Leben genommen hast, ne, vorher. So. Müsste das ganze Wasser eigentlich da runterfließen. Ja, hab ich auch gerade schon gemacht. Dachte ich mir auch so. Da geht es auf jeden Fall noch ein ganzes Stück weiter, das ist lange nicht voll. Ja. Geht aber senkrecht runter. Oh, Alter, bist doch ein bisschen verrückt, du hast kein Leben mehr. Ach, scheiße. Ich hab doch extra einen Windhalter getrunken. Aber irgendwie hast du trotzdem beim Runterfallen noch Schaden genommen ordentlich. Death-Counter liegt jetzt bei 3 zu 1. So ungefähr, ja. Oh, nö. Aber du bist zumindest nicht als erstes, oder zumindest bist du mit mir als erstes gestorben. Ja, das war echt geil. Ach, du hast da deine Fackeln verloren, die du hattest, deswegen ist das unten so hell. Okay. Ah ja, stimmt, die leuchten ja auch, wenn sie nur abgeworfen wurden. Ja, besser als bei Minecraft, sag ich mal so, ne? Ja, genau, habe ich mir auch gerade gedacht. Im Vergleich ist Terraria zu Minecraft eigentlich schon ein bisschen geiler. Oh oh, fuck. Nein, ich ist auch. Ich sehe nix. Ich sehe nix. Ist so hart. Hier ist einfach nur das Wasser und ich bin irgendwo runtergefallen. Ich sehe nix, ich sterbe. Oh nö. Ach, dammit. Super. Das ist doch Bullshit. Oh Mann. Ah, frag mich mal, ich hab da auch nicht mehr gesehen. Oh, wieso ist ein Glowstone unten? Ein Glowstick. Hast du einen Glowstick geworfen? Ja. Okay. In dem letzten Moment, in dem ich noch gelebt hatte. Sehr gut, der hat mich gerettet. Oh fuck, ey. Oh Mann. Die sind richtig gut im Terraria-Spielen. Ich merke schon, die sind richtig groß. Oh ja. Lang jetzt erstmal die Weltmeister. Müssen wir kein Hardcore spielen, das wäre schon vorbei gewesen nach der ersten Folge. Du springst aber auch selbstmütterisch irgendwo runter. Ich springe wenigstens ins Wasser. Hier geht es übrigens auch weiter, wenn ich hier das Tanks dann weg habe. Ja. Beziehungsweise fahren wir erstmal runter, wenn wir jetzt das Tanks einfach wegholen unter meinen Füßen. Aber diesmal gehst du vor. Ja, der will aber nicht mich, der will dich. Ja, ich war kreuzweise. So, egal. Jetzt sterbe ich gleich wieder wahrscheinlich. Go! Aber hier sind wieder Wände im Hintergrund. Du darfst da wieder irgendwas irgendwo hin platzieren. Das ist eigentlich ziemlich cool. Ach, hier ist noch ein paar Tanksten. Oh. Tanksten ist generell irgendwie in Wassernähe, kann das sein? Hab ich jetzt echt gesagt, nicht drauf geachtet. Sicher ist sicher. Jurgen! Du hättest nicht unbedingt das Wasser hier reinlassen müssen. Ja. Okay, dann.
Warte, jetzt kannst du gleich hochschwimmen. So, ja. Sehr, sehr gut. Ich bin, ja, das ist richtig gut. Super. So. Da oben ist auch noch ein Erz, oder? Keine Ahnung. Hier ist also Eisenerz unter uns. Ja. So. Ist da oben noch mehr? Sieht nicht so aus, oder? Nö. Weiß nicht, will man nicht. Ey, hier ist so viel Wasser, das ist so hart. Naja, minimal. Muss ich mein Holz hier wieder wegmachen? Man müsste springen können. Dann könnte man da auch hoch. Ich mache mal einen Fluchtweg, ne? Ja, den brauchen wir bestimmt noch oft genug. So, jetzt muss er wieder irgendwie weiterbauen. Zeigt sich nur wo? So. Hier links geht. Ach, Mann! Blöder Mist. Oh. So. Achso. Oh, jetzt ist das Wasser wieder abgelassen. Naja, was soll's. Oh, da ist noch. Huch! Fällst denn du? Du fällst doch echt gleich ins tiefste Loch. Was machst du jetzt mit Sand? What? Achso, dahin wolltest du. Ja, und jetzt ich der Kluge hier so. In Ohr. Aluminium. Ach, das ist ja auch abgebaut? Das ist natürlich ungünstig. Ich habe mich extra unten drunter dann gebaut. Ich habe leider kein Material mehr. Warte. Sehr gut. Hier, fall auf den. Boah. Wo rennst du gleich wieder hin? Guck, was hier ist. Mein hingepaukter, hingeworfener Rope schon. So, weiß ich auch, wie die Ropes funktionieren. Warum baust du unter meinen Füßen das Zeug weg? Warum? Was? So. Hinten ist, glaube ich, nichts interessant. Ich muss halt nur wieder irgendwie durch Sand durchbuddeln, da bin ich eh nicht so scharf drauf. Nee. Wer springen kann, ist klar ein Vorteil. Wer nicht springen kann, muss ich halt irgendwie anders helfen. Du musst einfach Leertaste gedrückt halten. Ja, mache ich schon, aber trotzdem kriegst du mich nachher nicht gebacken. So. Okay. Juhu, wenigstens 3 Fackeln. Drüben ist aber auch nichts mehr Interessantes. Für den Verdacht. War super. Achso, ich weiß, warum da nichts steht, weil ich habe ein. Ich habe das Cross vorhin aufgenommen. Was? Ja, du kannst die weghacken. Hier. Moment. Kann ich das irgendwie. Can be placed, hat's doch gesagt. Da. Oh, oh. Jetzt hab ich's wieder bekommen. Ha! Ja. Ich hab auch noch eins. Das ist leer. Ja, dann haben wir die vorhin aufgenommen, deswegen. Jetzt ist da keins zu sehen gewesen. Moment mal, das ist auch noch. Tin Ore. Ich glaube, drüben ist noch Eisen. Jo, hier ist noch Eisen. Okay, bin fertig mit dem Grabstein. Was ist denn jetzt drauf geschrieben? Hm? Was ist denn jetzt da drauf geschrieben? Muss ich mir das angucken? Nee, ist es nicht mehr. Doch, ich guck mir das jetzt an. Schönen Dank. Das kann einen Schleim gar nicht hoch. Aber springen sollte man können. Oh Mann! Aber
Wenn doch, dann wäre es ziemlich unangenehm. Wieso muss ich gerade an diese Tentakel-Hentai-Sache Zeus denken, die man so kennt? Oh Mann. Ungefähr das verbinde ich gerade damit. Oh ja, nicht jugendfreie Sendung hier. Ach, das ist Terraria, das ist doch ab 18, oder? Oh ja. So oft wie wir hier sterben und Blut spritzt. Oh ja, ja doch. PG 18 hier. Definitiv. Muss ich auf jeden Fall einstellen, dass da. Ne, so. Ah, da kann man auch mal über diese Tentakel-Hentai-Dinger reden. Sehr gut, dass du einfach bei mir durch den Schleim durchspringst. Sehr gut. Also irgendwie leckt's dann doch. Ja. Springen. Hä, bei mir ist aber auch gerade nicht gesprungen. Ja, ich bin auch nicht gesprungen, aber ich wollte springen. Das wollte ich damit ausdrücken. Achso, du baust dir gleich mal einen Riesenbereich. Ja klar, Zukunft. Und auch schön synchron, damit es auch gut aussieht. Du meinst symmetrisch? Ja. Genau. Ich schaff das schon, jetzt muss man nicht helfen. Ach, ein bisschen länger bei mir. Ich wollte was holen, ich wollte ein paar Schuriken holen. Aber du hast die Schuriken auf mich geworfen. Oder bist du auf die Zombies Taten bei genommen? Mir. Nee, auf die Zombies bei mir hast du geworfen. Oh ja. Ey! Achso, die Truhe da unten haben wir schon. Ja, ich glaube schon. Können die immer noch holen, da wissen wir, was die schon haben. Bring ich die mal noch. Ja, mit. Kannst du ja mit der Spitzhacke abbauen. Das war auch früher immer alles Hammer. Alles, was so Hintergrund war, wo man vorbeilaufen konnte, war Hammer. Ja, aber heute nicht mehr. Jetzt alles mit der Spitzhacke abbauen. Oh, wir bräuchten den Hammer dann überhaupt noch? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Nur noch für Wände. Achso, ich habe noch einen Goldfisch. Sehr gut. So, was haben wir denn noch hier? Steinblug. So, erstmal Tungsten zu Tungsten Ohr machen. Sehr gut, ich habe schon zweimal Iron Short Sword. Also müsstest du es, glaube ich, noch von mir haben. Ich habe auch ein Iron Broadsword, what the fuck? Wo hab ich das denn her? Hast von mir wahrscheinlich, als ich gestorben bin. Ne, du hast ein Wooden Sword doch gehabt, oder? Ne, ich habe mir ein Iron gemacht. Okay, na dann. Reitschwert. Willst du es wieder haben? Ja, wäre gut. Moment, muss ich bloß mal ein bisschen rumsortieren. War ich gerade ein bisschen dumm? Ach, da geht jetzt die Tür auf. Was? Der Guide macht die Tür auf, ja. Ja, das ist passiert. Da lässt aber dieses komische Dämonenauge rein. Das ist ihm, glaube ich, in dem Moment egal. So. Was zum Teufel? hier, du wolltest dein Schwert haben. Na. Da, rechts. Danke. Okay. Was hattest du da gerade in der Hand? Den Schirm. So. Da sah so aus wie so ein Schild, wie so ein Straßenschild. Hui. Oh. Ja, wenn ich irgendwo runterfalle, falle ich langsam und kann auch steuern. Hui. Hui. Wir denken an unsere. Hui. So, ich muss noch den Quatsch einschmelzen. So, hier ist eine Sternschnuppe. Oh, okay. Einmal schnell wieder zurück. Ist das auf der anderen Seite beim Crimson-Zeug rausgekommen, oder was? Nee, noch nicht, aber... Iron Door. Aber es kann schlecht gegen so zwei Auge raus, ankommen. Oh, 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 oh. Okay, Tin ist ein bisschen schwächer als Iron. Komm schon, schnell. Oh! Wo? Sorry, ich lass ein bisschen rein, dann komm du hier. Okay, komm. Boah.
Ah, stirbt doch draußen. Eigentlich müsste ich mir auch einen Tungsten machen können. Wo ist ein Tungsten? Tungsten habe ich noch ein bisschen hier. Ich tue es gerade in die Truhe rein. Nein, ich suche ein Tungsten Sword, weil Tungsten Broadsword noch stärker ist. Ja, das ist ziemlich stark. Was habe ich eigentlich auf meinem? Ach, nichts Besonderes. Meins auch nichts. Alles normal jetzt, was ich in der Items hab. Ja, der Geschwindigkeitsboost ist halt übelst. So, was noch mal? Weiter nach unten buddeln. Vermute ich ja. Mal so. Noch ein paar Wooden-Plattformen machen. So, jetzt weiter nach unten buddeln. Würde ich mal so vermuten. Ja. Pass auf, fahr nicht zu weit. Ha, eine Idee. Lalalala. Ich wäre nur faul. Oh. Hast du eigentlich noch Grid eine Weile mal weitergespielt? Ich bin Level 31 jetzt. Also ich habe auch alle Autos, ich habe auch den Bugatti und so weiter. Also ich habe schon noch ein Stück gespielt, ja. Ja, ich bin gerade 17, bald 18. Mach halt nochmal eine Fackel hin. Ja. Ich will ja alles hin. Nee, ich habe da irgendwie, nee, den Kumpel von mir hat sich das noch gekauft und dann haben wir halt noch ein bisschen weiter gezockt. Ja. Wieso ist hier das Wasser einfach zu Ende? Sehr gut. Ich würde mich einfach mal hier weiterbuddeln so, an der Stelle, wo ich jetzt stehe. Oh, super. Nee, ich würde mich jetzt auch nicht mehr weiterbuddeln wollen. Achso, wir haben keinen Leuchtstick. Achso, okay, das ist... Sowas da hinpacken. Ist da unten Luft oder Wasser? Wasser. Noch weiter unten ins Wasser, ja. Du kommst dann noch direkt ins Wasser weiter. Dann, da. An einer anderen Stelle, würde ich sagen, ne? Ja, ich auch. Okay. Bloß, gehen wir halt wieder nach rechts rüber, oder? Das wird auch noch ein Haufen Wasser, oder? Hier rechts drüben. Ja gut, wir können ja so ein bisschen in die Seite reingraben und dann... Ja. Werden wir wohl tun müssen. Sind nicht irgendwelche Tropfsteinhöhlen oder sowas, was wir hier haben? Soll das nicht sowas darstellen? So, wie stark ist denn der? Nicht so besonders. Nö. Geht schon noch. Aber hier ist auch überall Wasser in dem Sand drunter. Überall Wasser. Ich weiß nicht, ist da links von uns? Oh. Wenn wir jetzt hier irgendwie nach links graben, vielleicht da. Auch wenn der auf dem Sand ist. Ja. Was war das gerade? Der Sand verletzt sich, wenn du drunter stehst und du auf dich drauf fällst. Ja. Nah rangehen. Oh, da oben ist noch Tin Ore. Ja, willst du dir das holen? Dann mach ich mal weiter nach unten. Okay. Hey, komm. Ja, schon wieder Wasser unter uns. Darf echt nicht wahr sein. Da ist ein bisschen Eisen. Da drunter wenigstens weiter. So, warte, ich probiere mal, ob es hier unten weitergeht. Siehst du aber. Ne, da unten. Ja, da war ich gerade richtig intelligent, sagst du. Ich wollte gerade sagen, du siehst doch da unten nichts und du musst dich irgendwie wieder hochbauen am Sand lang. Hochbauen. Sehr gut. Also das war eine von deinen helleren Ideen, ja. Ja. Ich habe immer so helle Ideen. Ja, ich merke schon, irgendwie passt's heute. Der Rechner funktioniert genauso gut wie du anscheinend heute gerade. So, hier ist doch direkt wieder was unter uns. Ja. Ja. Naja, besser als nichts. Aber Kupfer habe ich hier schon ewig nicht mehr gesehen, irgendwie. Achso, du machst okay. So, probieren wir es mal hier. Ja, würde ich sagen, oder?
Ja, Hauptsache, dass wir mal irgendwo rauskommen, wo kein Wasser ist. Ja, Moment. Wir kommen direkt mal in einer kompletten Höhle raus mit Zombies und allem drum und dran. Natürlich die zweite Option. Moment. Ich würde sagen, wir packen mal. Bin mir nicht ganz so sicher. Jetzt könnte man drüber nachdenken. Ja, passt. Sehr gut. Ja, wenigstens erstmal. Das ist dafür ein rot leuchtendes Mineral unten unter uns. Wir finden immer noch keine gescheite Höhle. Naja, nur auf Wasser. Was ist denn das rot leuchtende da unten? Ja, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich können wir es nicht mehr abbauen. Kann irgendwie ein Meteorit sein oder sowas, oder? Nee, dafür ist eigentlich zu dunkel. Keine Ahnung, wie Meteorit aussieht. Hab ich nie gesehen, deswegen. Nee, das ist zu dunkel dafür. War es einfach nur ein Guess sozusagen. Moment, das ist aber noch eine Höhle direkt daneben, oder? Ja. So, dann mal rüber. Wir haben auch schon wieder lustigen Hintergrund hier. Über uns rechts ist übrigens irgendwas in der Wand gewesen. Ja. Man abbauen könnte, glaube ich. Ich glaube, das können wir nicht abbauen, oder? Nee. Ist. Okay, ist ja auch nicht so schlimm. Später wieder hierher begeben. Wird doch hinauslaufen. Ich dachte zumindest, hätte das geglitzert, aber irgendwie hat es doch nicht. Nicht blöd. Anscheinend. Ich dachte, hätte was geglitzert. Sehr gut. Ja. Einfach weiter runter. Ja. Go, go, go. In letzter Zeit geht irgendwie in ganz Deutschland so eine komische Grippe rum. Okay. Oh, stopp, stopp, stopp! Okay, da ist Wasser. keine Ahnung, was für eine Grippe du meinst. Die, wo gerade alle haben, wo so angeblich so hoch ansteckend ist und so ein Bullshit. Okay. Ich weiß bloß, dass irgendwie, ich war in Wien letzte Woche. Da stand irgendwie auf der Toilette irgendwie war sowas dran, von wegen irgendwie Grippe, bla bla, neuer Hain 1 oder irgend sowas. Okay. Was denn, Alter? Oh, eine Idee. Ja, das ist doch schon mal nicht schlecht hier. Ich guck mal bei mir hier drüben. Was da? Ach, hier ist ja Erz. Sehr gut. Hm. Noch mehr von diesem Aluminium-Zeugs-Krams. So, den Lebenskristall da unten lasse ich dir mal hier aufheben, weil sonst drücke ich wieder die falsche Taste. Sehr gut. Da war gerade in dem Tontopf ein Gravitationstrank drin. Ja, da kannst du irgendwie die Gravitation lustig hin und her wechseln, wenn du den benutzt. Ja, da kannst du dann die Ding finden, diese Inseln im Himmel. Ja, kannst du auch so, also es geht auch anders. Warum haben wir eigentlich das Eisen nicht gesehen, was hier direkt, wo wir rausgekommen sind, in der Höhle liegt? Weiß nicht, aber auf jeden Fall habe ich jetzt mal Leuchtstäbe. Das ist sehr gut. Achso, das war so das Herz drüben. Ja. Also was ist das? Warum haben wir das? Da war wirklich halt Eisen haufenweise. Wir haben es aber nicht genommen. Okay, da ist ein Blob. Oh, da war eine Trap. Ja, da ist fast der Ding, der Fels auf mich drauf gefallen und hätte mich wieder zerquetscht. Sehr gut, weil ich habe die Trap gerade aufgesammelt irgendwie. Dart Trap can be placed. Ja, dann hast du Glück gehabt. Das ist aber keine Fels-Trap, sondern das ist irgendwie Pfeil oder sowas. Pfeile, die verschossen werden, glaube ich. Auf mich ist fast ein Pfeil drauf gefallen. Ich kann sagen, es ist mir jetzt geklaut beim Vorbeifliegen, aber nein, das ist nicht. Ja. Hätte ich auch gerade gedacht. So, da ist ein. Komm schon, geh mit mir. Ein Saphir. Zombies, ja.